All right, Clint, Cliff, welcome to the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. My producer Tom said good things about you. In your backpack is a flashlight, a voice recorder, an EMF, and a couple of little fun occult things. We'll let you know when to take those out. Ready to pay off some of those college debts and beer tabs? Well, of course you are. And when you're ready, enter in through those front doors. Ja, und damit ein recht herzliches Willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge. Wir haben hier ein neues Spiel rausgesucht, und zwar Paranormal Entities. Und wir sind Cliff, ein Freelancer, der im Radio, beziehungsweise auf dem Ohr, haben wir unseren Produzenten und bekommen bei Nichtaktivitäten nur $500. Ist ja lame eigentlich. Und wenn was passiert, hoffentlich ein bisschen mehr. Und ich spiele das Ganze natürlich nicht alleine. Ich bin zwar heute der Spielende, aber ich habe natürlich wieder bei meiner Seite oder an meiner Seite ist der liebe, nette, geile Typ Steve. Grüezi, servus und hallo, alle im Internet da draußen. So, und ja, wir starten direkt hier in so einem, ja, in der Nervenheilanstalt mal wieder mit einem, ja, schönen Setting. Vor uns ist das Kreuz. Und es sieht schon sehr düster aus. Also, ich weiß nicht. Steve, was hast du dazu? Ich sage ja, also das sieht schon auf jeden Fall erstmal wieder sehr bedrückend aus. Das ist auf jeden Fall kein Happy Place, das kann man schon mal gleich sagen, irgendwie. Wollen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen? Also wir haben ja auch ein bisschen ein paar Sachen im Inventar, haben wir ja gerade gehört. Irgendwie eine Flashlight, ein EMF-Reader, irgendwie noch ein Radio. Other cool stuff. Ich habe leider keinen Button, wo ich irgendwie aufs Inventar zugreifen kann, aber das werden wir im Laufe des Spiels, wird es schon irgendwie, werden wir das rausfinden. So, die Tür braucht erstmal ein High Five jetzt. so ein Tod High Five, so. Yes! Ja, da haben wir hier auch, was steht hier rechts? Direction, Main Lobby, West Social Area, East Social Area. Ah, die Morgue, okay, hier gehen wir nicht hin. Und Rom. Okay. Nice, the door was unlocked. It can get a little sticky sometimes. So, here's the story behind the St. Augustine's Asylum for the Mentally Ill. It was founded in the 1880s, closed in the 1960s, and a lot of nasty stuff happened here. I mean, this place is only supposed to house around 500 patients, but at its peak, it was around 3,300 patients in here. I mean, the place was, you know, less of a hospital and more of a place where you dropped your problems off and hoped they disappeared. Okay. Ja. Also zur Peakzeit hatten wir wie viele Patienten waren hier? Über 500. Das ist heftig, Alter. Das ist heftig. Und die Bedingungen wären bestimmt unterirdisch gewesen sein. Schauen wir mal, kommen wir hier wenigstens rein? Hallo? Kannst du hier aufmachen? Och, dieses langsame Aufgehen mit diesem Sound noch dazu. Können wir kurz nach unten liegen? Sind da. Ach nee, sind Flaschen. Ach du Scheiße. Oh, okay. Ein paar. This is where the 100 hallways patients would convene, and we heard that the patients pre-1920 actually received decent care. Then the war hit, the depression hit, and then the budgets all fell apart. The room you stand in once healed 20 patients in need of attention, and by the end, 150 patients would pass through this room, naked, starving, attacking each other at random, flaying themselves with metal wires from their beds. Be careful where you step. What? Die waren, was? Die, ja, alle nackt und mit Drähten zusammengebunden und, ach du Scheiße, irgendwie. Ach, was ist? Schau mal, wir können hier irgendwas unten aufnehmen, guck mal, da. Was ist das? Ich weiß nicht, entweder sollen wir da hin? Alright, this is a good place to Mann. Start. I want you to take out your voice recorder and I'll hopefully be able to awaken this place. Aha. Okay, spirits of St. Augustine, please reveal your presence to us. Show us that you are in this room. Feel free to interact with anything or speak to us. Use your words, use your voice and let us know that you're here. Alter, reagiert er auf unser Mikro? Play that back. Nee, der, You're here. Hallo? Hallo? Mr. Anderson? Alright, let's try it again. Okay, das war nix. Mal ganz kurz, sag mal, der Typ, den wir im Ohr haben, ja, dieser Regisseur oder keine Ahnung was, Produzent, genau. Der gibt jetzt quasi diese Anweisung an den Geist weiter. Warum macht er das? Warum machen wir das nicht? Na dann. Alright, let's try this. Ghosts of St. Augustine, please let us know that you are still in this hospital.
I give you permission to reveal Nein. Yourself. Nein. I give you permission to come to life. Just give us a sign that you are here. Lass mich, Tell was? Us where you are. Speak to us now into this microphone. Oh, der blöde Wichser, der sitzt draußen in seinem right, check that. Kleinen yeah. Auto, weißt du? Alright, let's try one more spot. Der spult ja auch immer zurück und du hörst ja dann die Stimme vom Produzenten auf einmal so von wegen über Reveal Your. Nein, Alter, warum ist der nicht bei uns? Warum macht der das hier nicht vor Ort? Warum? Ja, weil der macht sich den Entspannten, der Penner, verstehst du? Der sitzt draußen, während ich drin stehe und den Namen immer sage. Da habe ich ja gar keine Lust, an diesem Punkt jetzt dahin zu gehen. Weil der triggert ihn ja. Ghosts of St. Augustine. You're all a bunch of ghoulish pricks. Alter. Show up or piss off. What? What? Oh, okay, okay. Whoa, did you hear that? Play that back, play that back. Prick. Play that back. Show up or piss off. Ich mach nicht so ein Shit, Alter. Oh Gott. All right. Well, looks like we got an investigation. All right, I want you to go down the morgue hallway, and we're gonna continue our investigation in the other gathering area. Was? Als ob ich jetzt da weitergehe und weiter investigiere? Investigiere. Benny, wir müssen weiter investigieren. Investigativ müssen wir vorgehen. High five zur Tür, komm los. Hör dir zu. Ja, das wird ja ein Spaß jetzt spielen. Ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass diesmal nicht ich der Spielende, sondern ja, Benny wow. ist. Wow. Oh. Ist alle tut, Benny, alle tut. Die Tür ist nur aufgegangen. Wo geht's denn da hin? Das ist die Directory. Oh, will ich da hin? Nee, warte mal. Ich guck mal, ob die Tür auch aufgeht. Na, warte mal, guck erstmal, wo drin die da. Okay. Bei Morgio oder so, da müssen wir noch nicht hin. Nee, ich guck nur, weil manche Türen sind ja zum Glück verschlossen. Warum kann ich hier nichts. Kann ich. Da geht noch gar nichts. Da geht man noch gar nichts, ne? Da geht noch nichts, okay. Oh, Gott, da muss ich jetzt da lang. Hey, dieser Produzent! Warum? Was war das? Oh Gott, ich hab was gehört jetzt? Ich hab irgendwas auf der. Okay, the four Mann. Areas you need to visit to fulfill your contract. The e-social area is the first on the list. This is the area where the inmates who are deemed a danger to society would convene. You'll go to this room and perform a summoning ceremony. So walk into the center and we will begin. Ja, Nee, ja, ist klar. Sollen wir eine Zeremonie durchführen? Schön. Das ist eine Beschwörung. Wunderbar. Ganz toll. Ja. Wir verärgern einfach mal hier so ein paar Geister. Ist ja toll. Wo geht's denn hier rein? Ja, wir sind halt einfach Ghost Dizzers, verstehst du? Ghost Dizzers! Diese Türen, dass die auch wieder alleine zugehen. Nice. Das sind ordentliche Türen, so. Wir sollen, nicht drin, ne? Mann! Rucke nicht immer so rum. Der erschreckt mich jedes Mal. But it could be a challenge for society. Dang, the door's locked. This sucks. Ja. Ich bin da jetzt nicht traurig drüber, dass die Door verschlossen ist. Also, Nee, ey, mir geht so ein bisschen der Stift, ne? Das ist schon ziemlich heftig gemacht irgendwie. Also, ich habe auch wirklich die Befürchtung, dass da übelste Jumpscares jetzt noch auf uns zukommen irgendwie. Und ich bin wirklich froh. Also, ich nicht drin, the patient cells 220 to 240. This is where they kept the lunatics, the murderers, the sociopaths. Wunderbar. The worst of the worst, including Clive the worst of the worst. You'd think he would be a pervert with a nickname the Peeper, but the truth is far worse. He was extremely manipulative and very intelligent. He was a murderer and a maimer. Most of his victims could never identify him because he managed to convince them to gouge their own eyes out with metal wires and even their own fingernails. He came here due to legal loopholes, and when the facility went off the rails and the doctor stopped caring, he jumped into action. The patients who didn't listen were tortured, and the ones who did wandered around the facility, blind, screaming, and in constant fear. This door's locked too. Let's just start the ceremony. Nee. Einfach nee. Ja, komm, der. It's time for a ceremony. Ja, du hast es ja. Mach mal nur. Ich will nicht mehr. Ich geh erstmal da.
Ich versuche den Punkt hier so. Los, nee, warte, ich mal, komm. Achso, ich komme da gar nicht hin an die Tür. Scheiße, ich wollte die Tür nochmal kurz checken. Ich will nicht. So, und? Ich bin jetzt da. Spirits inside this asylum. Turn around. We know that you're here. Schau mal nach unten. We release you from your restraint. Come forward and live again. Nein. Zurückgucken. 5 Uhr. Interact him in any way fuck. Bleib im Kreis, Benny, bleib im Kreis. Da ist kein Kreis mehr, ich sehe nichts, es ist alles dunkel. Hallo? Da ist nur ein Beifahrer. Hallo. Wo ist er? Ich höre ihn. Nein. Don't just stand there, go check it out. Was? Wie? Ein Arschloch von Produzent, ey. Das Zeichen ist weg. Da hin? Komm, zieh mal durch. Hallo. Ist das? Ja, das ist die Tür. Der Sound. Oh, ich hab das viel zu laut gemacht. Oh Gott, da ist auch noch so ein Zahlenschloss dran. Gut. Ist bestimmt 1, 2, 3, 4. Ja, ja. Oder 5, 6, 7, 8. 0, 8, 15. Ja. Können wir. Oh, Benni, du musst aufhören, wirklich die Maus so rumzuruppen irgendwie. Es tut mir leid, ich erschreck mich einfach extrem. Ich weiß, dass es für einen Zuschauer und für dich ist es. Oh Gott, mir geht die. Muss sonst brechen. Hallo? Hallo? Ach du Scheiße. Ist da wer? Ich geh aber jetzt. Aber. Okay. Hallo, ich geh jetzt doch. Nicht doch! Du. Wieder nicht drin! Wieder nicht drin! Was? Der Bett ist hoch. Kann ich die Tür wieder zumachen? Bitte. Wo? Oh, ist da wer? Ja. Hallo? Okay. Ich geh wieder raus. Ja, wir nehmen das als Freelance-Kamera eigentlich auf. Wir sind Cliff. Ich muss jetzt einfach mal irgendwas reden, um mich ein bisschen nach abzulenken. 500. Wir haben jetzt schon mehr als 500, ey. Für 500. der kann sich seine 500 sonst wohin stecken. Oh Gott, die nächste Tür, die aufgeht. Hallo. Guck mal, hier sind ganz viele Kisten. Da war der Night Delivery Man. Oh Gott. Ich will da nicht reingehen. Oh Gott, die nächste Tür, die aufgeht. Nein. Oh Gott. Hörst du das? Ganz leicht. Die Tür zugeht, ne? Okay, die sind alle zu. Ja, die geht natürlich auf. Na, selbstverständlich! So, was machen? Jeder mal hin. Jeder, fahr mal nach Telefonnummer. Ey, wollen wir uns kennenlernen? Ey, wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken, du? Hi, Mäuschen. Hi. Was macht ihr da? Du siehst so. Get out! Run okay, get out! Ja, ich bin weg. Get the hell out of there. Just go to the front door and get out. Ich kann nicht rennen. Das ist das Schnellste, was ich laufe. Nein, ist da nicht dein Ernst? Fuck you. Ich bin weg. Ja, alles cool. Alles. Scheiße, die Tür. Lass mich in Ruhe. Alright, get out of this hallway and then take your second right. Second right? Okay, second right. Hier ist nichts right. Okay, hier. Alter, ich will. Doors locked, damn it. Oh, okay, there's a staircase. Take the staircase up to the second floor. Ja, in the second floor, klar. Bestimmt die kleine Tür hinten. Ja, Firecase. Ist alles zu hier. Ja, da. Second floor. Hey, jetzt soll ich über die Feuerleiter. In the second floor. Schnell, in the second floor. Ich würde gerne sprinten. Das wäre super nice. Er ist halt ein entspannter Typ. Cliff. Ist halt ein echt entspannter Typ. Die Tür ist zu. What? Freunde? Gibt's hier irgendwie noch einen anderen Ausgang? Hallo? Okay, gehen wir wieder runter. What? Okay, we need to. Let's go get something to pry this door open. Go back downstairs. I bet you there was something downstairs we could probably use. Ja. Ist probably. Ja, können wir
Weiter runter, ja. Noch weiter runter? Na, wahrscheinlich, oder? Hold on, hold on. That staircase wasn't there before. Ja, das war, die waren mich... doesn't even have a basement. What the... What is going on? Alright, I just... Nö. Ich komme auch nicht mehr raus. I don't think you got any other choice. I think you gotta make your way downstairs. Klar. Du, okay, das Gebäude hat normalerweise... Also Keller oder was? Genau, normalerweise hat das Gebäude keinen Keller und es geht immer weiter tiefer. Ja klar, du. It's going down, baby. Oh. Mir geht die Muffe und ich bin... Ist ein bisschen wie der Staircase-Simulator irgendwie. No, no, no. Ja, ich bin auch bei no, no, no. Warum geht es hier gefühlt in die U-Bahn? Was? Oh, nee. Das ist mies, ey. Oh, nee. Oh, nee, oder? Nee. Komm. Ganz ruhig. Easy. Ey, das ist ja wirklich hier der Staircase jetzt Simulator. Jetzt endet's. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Da sind wir hoffentlich sicher. Also, warum leuchten da die Kerzen, die zwei, und da nicht und hier auch nicht? Die Frage stellst du jetzt? Ich frage mich eigentlich, in welchem Kellergeschoss sind wir jetzt gerade? Ich hasse was eigentlich nicht existieren durfte. Okay, zu. Okay, das Spiel ist... Sieht wie um die Ecke. Oh. Oh Gott, gib mal durch. Warum? Da ist eine Tür dazwischen. Oh Gott, was ist denn das? Hallo? Wer bist du? Ich mach die Tür nicht auf, du kannst sie vergessen, wa? Tatsächlich hatte so leichte Silent Hill-Ambitionen irgendwie. Also diese Szenerie gerade irgendwie. Ich geh da einfach nicht rein. Ich bin doch nicht bescheuert. Nee, natürlich nicht, was. Also, um Gottes Willen. Okay, die ist auch verschlossen. Alle verschlossen, okay, sehr gut. Oh. Da ist die Kerze schon wieder aus. Hallo, ist jemand da drinne? Ich glaube, ich... Ist da was drin? It's no good, my friend. It's no good. Another floor. Oh. Okay, hallo. Alles cool. Also man stelle sich doch mal wirklich vor, man ist da jetzt wirklich. Ich wäre Irrenanstalt irgendwie. Es geht nicht weiter. Alle Türen sind zu. Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss wirklich diese eine Tür, wo der Typ da drin ist, aufmachen. Bitte nicht. Okay. Also wir gehen jetzt da wieder zu dem... Sag mal, hat sich das hier verändert? Ja, hat's. Sag mal, sind wir hier bei Layer so 4 oder was ist los? Was war denn das? Was? Der Schattenwurf war ja gerade widerlich irgendwie um die Gruppe rum. Erschreck mich nicht so. Oh Gott. Unverhältnismäßig viele Bierflaschen am Boden liegend. Ja, ich so. Braucht man für Beruhigungssachen. Braucht man für Beruhigungssachen? Das ist auch schön. Ey, ich bin. Willkommen bei Harald, bei der Harald Junke-Therapie. Der war mies. Alter, das war das Viech, was da in dem einen Raum war. So ein rotes irgendwas. Alter, ich versteck mich hier gerade hinter meinem Mikrofon. Aber ist alles gut? Dafür sind die Dinger noch da. Dafür haben wir doch extra große Mikrofone geholt. Damit ich perfekt dran festkrallen kann und dahinter verstecken kann. Oh Mann. Dass man auch einfach nicht sieht, dass man die ganze Zeit so da sitzt. So. So, die... Ja, genau. Warum hat sich der Flur jetzt schon... Der wird sich jetzt gleich wieder... Ich bin in der Sackgasse. Ja. Ja. Kannst du die Taschenlampe ausmachen? Nee, auch nicht. Ich kann auch nichts... Also ich hab nur... Die Interaktion... No eyes, don't see. Don't see. Ja. Okay. Was tropft hier?
Ich dreh mich nicht um. Don't see. Ich dreh mich nicht um. Nein. Nein. Einfach nein. Ich dreh mich nicht um. Nein. No, ich will mich nicht. Na komm, los. Setz dich durch. Los. Wie Pflaster abreißen. Von wo? Also von wo kommen die Bluttropfen? Okay. Warte mal, konntest du... Ah! Ich möchte es nicht mehr spielen. Ist es jetzt vorbei? Komm ich? Es ist erstmal sehr dunkel. Oh Gott. Ich bin in der Zelle. Aber Bilder hast du. Paar schöne Bilder hast du. Wow. Das ist aber auch wirklich. Möchtest du spielen? Weil. Oh Gott. Möchtest du weiterspielen? Bitte. Oh Gott. Wir sind hier in einem Office. kurz fokussen. Alright, confession time. It's about the eyes. I kinda hid this from you. There's an urban legend, and I repeat, it's an urban legend about the peeper Clive Johnson. You see, there was a patient who suffered from dementia and swore that Clive was more than just a mere man. And he would kind of haunt this patient all throughout the day. You know, rampant hallucinations. Okay. And it progressively got worse, but at night he never saw the peeper. Then he discovered that if he closed his eyes, he could escape Clive. But whenever he opened them, Clive would be there, waiting for him, and getting closer and closer. Eventually, the patient used a fork, and he blinded himself. And while he was soaked in his blood from his sockets, he screamed to the entire hospital that he was free, he was safe. And a week later, two more patients charged Clive with stalking them, even though he was confined to solitary. I mean, it's crazy. They took their eyesight, too. His pattern didn't stop. I thought it was BS, but based on what we've seen tonight, I don't pretty much believe anything. So, try to get the hell out of there, and if it gets too intense, try to shut your eyes. Ja, und wie? Also, der hat seine Augen ausgestochen, damit dieser Clive, denn ist er weg. Wenn er die Augen öffnet, ist er wieder vor ihm, oder was? Und ich soll jetzt meine Augen schließen. Wie mache ich das? Vielleicht einfach zum Boden gucken oder so? Oder? Also, aber das ist ja. Kann man an Strohhalm jetzt hier gerade? Ich habe auch keine Taste, um irgendwie zu sagen. Können wir die Augen mitnehmen? Ja. Ob wir die Augen mitnehmen können? Ja. Nee, leider nicht. So ein kleiner Augapfel für zwischendurch. Oh nee, oder? Jetzt sag mir nicht, wir müssen hier hin. Oh Gott. Auf denn du, mein Freund, bist. Damn flashlight broke. I can't use that anymore. Ach toll! Unsere Taschenlampe ist kaputt gegangen. Ist aber toll, was ich denn das da für ein. Ja klar. Was? Was war das? Hat gerade irgendwer zu mir gesprochen. Hallo? Sag mal, grobe Leinen. Ich sehe nichts. Hallo? Kannst du das hier? Kannst du das öffnen? Nein, nee, ich habe keine Hand, keinen. Da hinten im Schrank? Nee. Ich will nicht da hingehen. Ich sehe da nichts da hinten. Wir müssen komplett duster. Komm closer! Komm closer. Nö. Okay, komm. Komm, you do. YOLO! Hallo? I see you now. Schön. Run? Okay, ich runne. Run? Ich runne weg. Okay. Hier ist keine Tür mehr. Okay, wir runnen weg. Run, run, run. Run, run, run. Nein, falsche Lache. Run, run, run. Alter! Oh, Alter! Alter, das ist. Nein. Ich guck da nicht hin. Jetzt gucken einfach. Ich guck da nicht. Ich bin da weg. Ich bin weg. Was ist unsere Tür, Benny? Da müssen wir durch. Ja, da ist eine Tür. Ich bin weg. Hallo. Ich höre dich kaum noch, weil das Game ist super locker.
Aber ich höre dich lachen, das ist toll. Aufstampel auf, los! Das höre ich, habe ich auch noch gehört, sehr gut, danke. Rezitier schnell aus der Bibel. Oder? Ich guck nicht nach oben. Nein, sollen wir uns jetzt die Augen aufschneiden oder? You're gonna have to cut them out. Okay. Was ist das für ein Spiel? Holy crap, man. I can't believe you just did that. Was hatte ich da für eine Wahl? Your eyes out with a scalpel. Are you all right? Nein. Natürlich nicht. I know you're not. Holy crap. All right. We're getting a picture from your camera. Bad news is it's pitch black. There's no light. Ach, your room, there's nothing I could see. The flashlight went out, and we don't even know where you are. Schön. I'm not going in there. Are you going in there? I'm not going in there. I'm hell no. Look. If you can't feel anything, I'm sorry, but we're not coming. Ey, was bist du denn für... I'm sorry, man. Sag mal. I have to go. Hallo? I'm sorry. Wie? Dein Ernst? Der lässt uns einfach da? Ey. Thank you for playing. Was war das? Okay. Wir haben das Game durchgespielt. Sehr verstörend. Ich bin kaputt. Cliff hat sich die Augen ausgestochen und der Regisseur sagt, ja, wir kommen nicht, um dich zu holen und das war's. So, die $500 haben wir wahrscheinlich auch nicht bekommen, beziehungsweise irgendwas überhaupt, weil wir sind tot. So, Sivi, was sagst du zu dem Spiel? Ja, ich muss mich gerade wirklich noch sammeln irgendwie, das war jetzt eine ganz schöne Achterbahn gerade. Es ist auf jeden Fall, es macht Spaß, es macht auf eine sehr bizarre Art und Weise Spaß irgendwie. Wie gesagt, ich bin diesmal nicht der Spielende, ich hatte den Luxus zuschauen zu dürfen, aber es war schauisch schön. Mich würde mal interessieren, wie hat es euch gefallen? Und vor allen Dingen, jetzt stelle ich mal die Gretchenfrage, was hättet ihr getan? Wärt ihr nochmal reingegangen? Hättet ihr den rausgeholt? Bis dann.